Willkommen im Korpusbau im Hause Lakewood. Bevor wir einen fertigen Korpus so im Einspannrahmen liegen haben, müssen vorbereitende Maßnahmen passieren. Los geht es in der Regel mit dem Einspannen der Zarge in den Rahmen und mit dem Anbringen des Holzklotzes, der auf der Halsseite für Stabilität sorgt, und mit einem weiteren Holzklotz, der auf der Gurtpin- und Outlet-Buchsenseite die nötige Stabilität bringt. Damit ist die Zarge zumindest schon mal eingefangen. Und jetzt müssen wir die Kontaktfläche so erhöhen, dass wir dort Boden und Decke draufkleben können. Und dafür kommen weiße Streifen Holz, die an den Zargen verleimt werden und hier über die Klammern festgehalten. Aber auch bei Decke und Boden gibt es noch das eine oder andere zu tun. So müssen an der Decke und am Boden jeweils das Bracing angebracht werden. Für jedes Modell, das Lakewood herstellt, gibt es eine eigene Form, sodass man die Grundausrichtung des Bracings schon mal hat. Das wird dann verklebt und für gewisse Kleinbauteile werden Sachen angezeichnet oder die Position ergibt sich wie hier, logisch dadurch, dass es nur da oben an der Stelle in einer Position passen kann. Und dann kommt ein Teil, der mir zumindest gehörig Respekt abverlangen würde. Das Bracing wird hinten so abgeflacht, dass es mehr oder weniger bündig in die Decke reinläuft. Das heißt, je mehr Schnitte ich an dieser Stelle mache, umso näher komme ich an die doch sehr empfindliche Decke und umso mehr nähere ich mich dem Totalverlust meines Werkstückes. Einen Respekt, den Knut, der hier arbeitet, lange abgelegt hat. Fast schon meditativ betreibt er mit aller Seelenruhe seine doch sehr aufwendigen Arbeiten und ich denke mir, das ist sicherlich ein guter Kontrast zu seiner etwas intensiveren Zeit in der Gießener Punkrock-Szene, so zumindest kann man es der Webseite von Lakewood entnehmen. Sobald wir alle Bauteile zusammen haben, kommt das Ganze samt Rahmen in die Presse und wird dort so lange unter Druck gehalten, bis der Kleber ausgehärtet ist. Danach können wir es entnehmen und den Korpus aus der Einspannvorrichtung befreien. Aber nur in Europa. Amiland ist irgendeine Zollvariante davon. Und das war es jetzt eigentlich schon. Es fehlen nur noch quasi hier den Keil rein zu fräsen, hinten bei den Löchern. Das mache ich auch noch schnell, das wird ein bisschen laut. Jo. Bei dieser kleinen Einspannvorrichtung ist der Keil, der später eingebracht wird, rechts zu sehen. Links entsteht eine gleich große Öffnung, sozusagen eine Kopiervorlage. Und er wird den Fräser jetzt einfach auf der anderen Seite so lange hin und her bewegen, bis da das Material weggenommen ist und danach den Keil von rechts in den neuen Schlitz hineinsetzen. Danach wird die Stelle dann noch gereinigt und danach wird der Keil auf die richtige Länge gebracht. Eingesetzt, sodass oben noch ein bisschen Luft ist, weil oben ist ja auch noch ein bisschen Binding, was da dran muss. Markiert und mit der kleinen Säge abgeschnitten. Und kurz danach sind wir dann nur noch einmal Kleber anbringen und ein paar Hammerschläge von dem fertigen Korpus entfernt. Danach dreht sich für Knut das Rad nochmal. Wenn wir jetzt die 24 Gitarren pro Woche ungefähr auf die 5 Arbeitstage umlegen,
ungefähr 5 Mal am Tag. Vielen Dank für den interessanten Einblick an der Stelle. Und das war's. Also fertig.